Leute, ich war zu dumm, um diesen Button hier noch zu drücken. Deswegen kommt im Vlog von gestern erst jetzt. Echt riesen Entschuldigung dafür. Okay, ich bin ziemlich ein bisschen später dran heute, was mich gerade selbst ein bisschen nervt, denn Stress mag ich morgens fast gar nicht, also eigentlich gar nicht. Und keine Ahnung, was los war, ich hörte den Wecker ganz normal. Morgen habe ich das Gefühl, dass die Welt einfach morgens schneller drehen kann und die Zeit Minuten in halbe Minuten umsetzt oder irgend so eine Scheiße. Dieses Gefühl hatte ich heute und deswegen muss ich jetzt im Schnellmarsch an den Bahnhof. Sollte es eigentlich da sein und das Wetter ist noch so ein bisschen bewölkt, kann ich dann zu Hause noch einen Timelapse machen. Oder irgendwas anderes. Jedenfalls ich bin alleine zu Hause. Paket ist angekommen. Öffnen wir das gute Stück. Tada! Tada! Wieso ich das Ganze noch kurz auf der kleinen Cam aufnehme, ist dafür da, dass ich wirklich danach mit diesem neuen Ding aufnehmen kann und nicht mehr das alte verwenden muss. VideoMic Pro. Das Ding hier. Weg. Und das Ding hier. Kann jetzt verwendet werden. Also ja. Ich muss eine Batterie noch einfügen. Okay, so hört sich jetzt das neue Mic an. Ich muss vielleicht noch mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen. Und ich bin echt so dumm. Gut, ich gehe jetzt duschen, danach muss ich kochen, da ich heute allein zu Hause bin. Für mich ist ein bisschen ungewohnt, das Ding schwabbelt hier oben hin und her, um möglichst wahrscheinlich allen Bewegungen wegzugehen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das Ding anhört ohne Windschutz, im Vergleich dann zum mit Windschutz. Jedenfalls, wie ihr hier hinten sehen könnt, komischerweise nicht. Fokussiere mal nach da hinten. Jedenfalls hier hinten ist ein ziemlich krasses Wolkenspiel, wie auch hier. Und genau das will ich jetzt noch ein bisschen aufs Band kriegen. However, aber ich will es versuchen. Okay, haben auch eine zweite Timelapse noch. Wenn die erste wieder mal nichts geworden wäre, so wie es gestern der Fall war, dass ich plötzlich dann doch mich umentschieden habe und eine andere Timelapse genommen habe. Mein Essen ist, wow, hier schön am vor sich hin brutzeln. Das
sollte irgendwann dann auch ready sein. Inzwischen könnte ich mal mein Ghetto da hinten aufräumen, das ich gerade vorhin erstellt habe. Denn ich habe die Fähigkeit, Dinge so auszupacken. Guck mal. Ne? Ist das normal? Wow. Ich habe irgendwie nicht ganz so ein Gefühl. Und die Cam. Ah nee, da ist sie ja. Ist mir wohl auch noch runtergefallen. Jedenfalls, sie funktioniert noch. Aber na gut, ist so ungewöhnt, so keinen Windschutz zu haben. Einfach wieder ein Pop-up und ich habe den gar nicht angefasst. Das klingt vielleicht komisch. Katze. Okay, YouTube ist ja für mich so quasi das größte Ding im Moment noch. Ne, nicht nur im Moment, eigentlich im Allgemeinen. Tut mir leid, ich kann draußen fast nicht sein mit meiner Nase. Die füllt sich jetzt mit den Pollen, egal. Doch YouTube hat auch so eine gewisse Sache und zwar nimmt es einfach verdammt viel Zeit ein. Und was ich damit meine, wissen die, die YouTube selbst machen und zwar im täglichen Stil, so wie ich. Also ja, ich drehe ja täglich ein Video, das geht ja noch, ich lieb's ja auch, deswegen ist es kein Thema. Für andere, die nur alle Monate irgendein Video machen, die haben nicht so viel Stress, wie quasi ich habe. Und die sind abends auch nicht ganz so müde, wie ich es bin. Aber ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie anschuldigen. Hä, du bist nie kaputt, du weißt nicht, was Arbeit heißt, du hast keine Ahnung, was YouTube heißt. Das muss jeder immer selbst wissen, was er darunter verstehen will. Gut, es gibt so eine gewisse Person. Alter, wie viele Katzen haben wir denn noch? Katze Nummer 2, gut. Es gibt so eine gewisse Person, Ashley, zum Vornamen, die kann mir, wenn sie will, einfach mal eine richtige Ladung an Fragen stellen, die ich in diesen Sonntag beantworten werde. Denn diesen Sonntag weiß ich nicht, was ich tun werde, nebst etwas, was ich schon jetzt weiß. Und deswegen habe ich da noch Zeit zum Einplanen, die du gerne mit Fragen füllen darfst. Und naja, einfach so als kleines Zwischending. Und hier hinten, wenn ihr seht, da oben ist wieder einmal mehr ein Wolkenspiel. Aber es nervt mich gerade, dass die Sonne nicht untergehen will, beziehungsweise so halbwegs untergeht, denn ansonsten könnte ich hier mit diesen Wolken ein Sonnenuntergangsspiel machen. Aber so geht das relativ schlecht. Okay, irgendwie ein komisches Gefühl, dass es draußen noch hell ist. Aber tatsächlich haben wir noch schönes Tageslicht. Naja, ich bleib trotzdem drin. Wir haben jetzt 7:45. Ich habe mein Programm durch. Ich habe gelernt, ich habe meine Show noch gucken können. Und naja, weiß jetzt nicht, was ich tun soll, aber irgendetwas werde ich dann schon finden. Okay, der heutige Tag nimmt auch langsam aber sicherlich sein Ende zu. Das heißt aber nichts Negatives, das heißt mehr, dass ich nicht mehr ganz so weiß, was ich machen soll. Beziehungsweise bin ich nur noch irgendwie am Rumhangen, wie die Könige es tun. Und naja, das hasse ich eigentlich, wenn ich das tue. Aber ich könnte jetzt den Vlog beginnen zu schneiden. Was ich auch tun werde, denn naja, wir haben schon 9 Uhr und ansonsten kommt er ja nie hoch. Und ich will nicht nochmal das Theater von gestern. Ein bisschen Musik, so soll es sein. Und die Welt ist voll mit Sonnenschein. Und draußen pisst und ich komme auf irgend so eine Scheiße. Ach du Heilige. Cool ist, ich habe schon 5-mal jetzt vergessen, das Mic anzuschalten. Also 5 Parts von diesem Vlog wären lautlos, beziehungsweise habe ich sie einfach neu gedreht und so getan, als hätte das Ganze nicht stattgefunden. Gut, mein Ghetto ist immer größer geworden, seitdem ich den Vlog geschnitten habe. Also naja, vorhin war es hier noch 10-mal schlimmer. Jetzt geht's aber sicherlich langsam. Ich hoffe mal, morgen kommt das andere Ding noch an, was ich eigentlich bestellt habe, um
auch das noch mit euch teilen zu können und die Vlogs noch wie eine Granate hochzulassen, hochgehen zu lassen, dann haben wir eine Bombenstimmung. Das war jetzt flach. Das war jetzt richtig flach. Nun gut, solange ich hier im Zimmer rumlaufen kann, ist alles in Ordnung wahrscheinlich. Nee, Spaß, ich muss jetzt noch Geschirr abwaschen. Ich sag's ja, irgendwann werde ich es auch hinbekommen mit dem Mic. Tut mir leid, deswegen drehe ich das jetzt nochmals. Gut, ich bin fast fertig mit dem Vlog-Schneiden. Ich werde jetzt noch das von der Cam importieren. Und dann wahrscheinlich schon früher zu Bett gehen. Ich bin todmüde und morgen muss ich wieder früh auf. Und naja, wir werden sehen, was wir morgen so tun können. Und was wir allgemein so tun können. Denn die Pollen regen mich richtig auf. Ich muss schon wieder 100 Mal niesen. Grundlos.